Ja, Menü zum nächsten Makeover. Wir haben ja 2022 ein französisches Haus gekauft, wo wir jetzt auch leben und gestalten es nach und nach, nach unseren Wünschen, nach unserem Geschmack. Wir haben oben das Schlafzimmer gemacht, das Kinderzimmer gemacht, den Flur gemacht, das Gästezimmer gemacht und unten machen wir jetzt alles gerade auf einmal. Der Eingangsbereich ist schon fertig. Die Küche wird und wird nicht fertig. Different story, wenn ihr den ganzen Küchenumbau bis zu diesem Zeitpunkt nochmal nachverfolgen wollt, schaut euch die Playlist an. Wie gesagt, sie ist noch nicht fertig. Sobald sie fertig ist, werden wir natürlich das Ergebnis teilen, aber Spoiler, es wird noch ein bisschen dauern. Und jetzt ist das Wohnzimmer dran. Ich weiß, viele mochten die blaue Wand. Bei mir war es irgendwann so, ich konnte die einfach nicht mehr sehen. Die wurde immer schlimmer in meinem Kopf. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt euch eingeschossen auf irgendwas, was ihr einfach nicht mehr sehen könnt. Und das war mit der blauen Wand so. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass sie hässlich war oder so, aber ich konnte nicht mehr damit leben, weil ich mich eingeschränkt gefühlt habe von dieser Farbe. Ich wollte irgendwie freier sein in meiner Gestaltung und ich fand auch, zu meinem persönlichen Farbkonzept hat dieses Blau einfach nicht gepasst. Deswegen wollte ich alles ein bisschen neutraler, beziehungsweise wollte das Farbschema des Bodens ein bisschen organischer aufgreifen. Und gleich werdet ihr sehen, wie ich das gemacht habe. Das Wohnzimmer ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Also ich sag mal den Wohnzimmerbereich mit Sofa und so weiter und den Essbereich mit Esstisch. Und das war vorher getrennt durch einen Tresen. Der hat uns irgendwie nicht genützt. Wir wollten den weghaben, deswegen haben wir den schon sofort weggehauen, zusammen mit dem Vorbesitzer dieses Hauses. Er hat es eigenhändig weggehauen, das was er anderthalb Jahre vorher selber nochmal schön aufgebaut hat. Naja, er hat es angeboten, wir haben nicht Nein gesagt. Und jetzt haben wir halt einen schönen offenen Wohnbereich. Dieses Haus ist von 1890. Die Fliesen sind original alt. Die Fliesen waren auch, und diese wunderschöne Tür, die wir auch hier in dem Sitzbereich haben, waren so zwei Sachen, die uns sofort von dem Haus, die uns sofort gecatcht haben. Und wir wollen jetzt diesen Wohnzimmerbereich auch nochmal dem Stil anpassen, den Stil unterstreichen. Und ich glaube, es wird sehr schön. Es gibt einen großen, ich meine, der Boden ist schon dramatisch, aber ich habe mir für die Wand auch noch einen großen Drama-Moment überlegt. Das seht ihr auf jeden Fall später in diesem Video. Als allererstes, wir haben nämlich ein großes Bild, was aber tapeziert wird. Ich habe so ein total schönes Motiv bestellt, was als Rolle kommt. Das muss ich gleich noch zurechtschneiden, die einzelnen Teile. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Das ist insgesamt 1,40 Meter mal 1 Meter. Also schon opulent. Und das muss ich mir jetzt erstmal anzeichnen, weil ich das als allererstes machen werde. Ich werde als allererstes Wand tapezieren, also das Bild tapezieren und dann mit Styropor Stuckleisten arbeiten. Übrigens, direkt weiß ich jetzt schon, dass sich Leute fragen, warum ich im Eingangsbereich mit Holz gearbeitet habe und jetzt hier mit Styropor arbeite. Das hat mehrere Gründe. Zum einen fand ich es auf der Anfasshöhe, sage ich mal, schöner mit Holz zu arbeiten. Aber ein wirklich wesentlicher Grund ist, Styropor ist viel einfacher zu verarbeiten. Ich werde auch so Deckenelemente haben. Und noch ein Riesenfaktor, es ist wirklich viel, viel günstiger. Diese Holzverkleidung aus Holz. Klar, Holz ist ein schönes Material, ungenommen und so weiter, aber es ist wirklich einfach sehr, sehr teuer. Und da ist Styropor, also sowohl bei der Verarbeitung als auch beim Preis, hat Styropor einfach einen sehr, sehr großen Vorteil. Deswegen mache ich das hier mit Styropor. Das Sofa bleibt so, wie es ist. Das Bild wird dem Sofa angepasst. Jetzt brauche ich ein Maßband, einen Bleistift, eine Wasserwaage. Maßband.
Das mit den Bleistiften ist immer so eine Sache. Ich habe oben bei mir einfach ungefähr 38 Bleistifte. Ja, dann hole ich mir einen von dir. Ich wollte gerade fragen, ob die Socken sauber sind. Die habe ich heute Morgen frisch angezogen. Da sieht man mal, was für ein Stadium hier unten gerade ist. Oben ist sauber, zum Glück. So, 1,40. Wir können es eigentlich nach Auge machen, weil die paar Zentimeter kann man es dann sonst auch nochmal verrücken, ne? Wieso nach Auge? Machst du einfach bei 70 die Mitte der Couch. Bei 70, du hast absolut recht. Ja, du bist wieder der Watermagier am Start. Genau, und dann müssen wir die Höhe bestimmen. Das kriegt ja so einen Rahmen. Soll ich das jetzt bestimmen oder? Unbedingt. Dann musst du es aber festhalten. Loslassen. Wir machen das. Ich schneide mal eins zu und dann halte ich es nochmal hin. Und dann können wir nochmal gucken, ob das irgendwie komisch aussieht, wenn oben, ne, der Abstand zur Decke und so weiter. Diese Tapete kommt als Rolle. Ich muss jetzt die einzelnen Teile zuschneiden. Ich kann euch die Seite, da gibt es wirklich ein paar schöne. Ich habe mich für diese entschieden, oder wir haben uns für diese entschieden. Ich habe ein paar Proben bestellt und das war die, die uns am besten gefallen hat, weil die so super schön die Farben hier im Wohnzimmer aufgreift, sowohl vom Boden als auch vom Sofa, und es findet sich irgendwie alles so ein bisschen wieder, und außerdem sind wir gerade... Also unser Haus gibt irgendwie, finde ich, so ein bisschen dieses rot-grün Schema vor, das, was man irgendwie auch hier im Boden ja findet. Ist ja auch rot und grün und dann halt neutrale Töne. Und das findet man hier in der Tapete auch so schön wieder, deswegen. Es sind nur 4 Teile zum Glück. Oh. Ich verlinke euch die Seite, wo ich die bestellt habe, die heißt Photowall. Keine Werbung, leider. Ich habe übrigens letztens wir sind jetzt gerade nicht bei Wandfarbe, beim Thema Wandfarbe, aber ich habe so gedacht, ey, es ist so schade, dass ich gerade keinen Sponsor für Wandfarbe habe, weil ihr fragt mich so oft, welche Farben ich benutze, und ich benutze halt ganz oft Farben, die ich einfach im französischen Baumarkt kaufe, und es wäre für uns alle besser, ich hätte einen Farbsponsor mit schönen Farben, damit ihr die kaufen könnt, weil es die in Deutschland gibt. Ganz viele Sachen, die ich benutze, die gibt es in Deutschland nicht. Zumindest nicht unter dem gleichen Namen. Man weiß ja immer nicht, vielleicht ist es ein anderer Hersteller, die dann, keine Ahnung. Und ich könnte damit Geld verdienen, dass ich halt einfach so viel streiche. Ich finde es krass schön. Also diese Farben sind wirklich traumhaft schön. Ich will gar nicht mit den dreckigen, aber das Sofa ist eh schon so dreckig. Ich habe, kurz nachdem wir hier eingezogen sind, weil mich das so genervt hat, alles war so dreckig vom Umzug und so weiter, ich habe für ziemlich viel Geld so ein Kärcher Polsterreinigungsgerät gekauft. Und ich schäme mich, es zu sagen, aber wir haben es noch nie benutzt. Noch nie. Also das wäre die Höhe und auch ungefähr die... Ist doch geil. Ja? Ist gut. Dann haben wir 70 nach da, 70 nach da. Das ist ziemlich cool, finde ich, dass der Kleister bei der Tapete dabei war. Hat man das sonst auch? Weiß ich nicht, noch nicht. Das Schöne ist, ich habe in meinem Leben jetzt schon so viel gestrichen, tapeziert, DIY-Sachen gemacht. Ich habe alles da. Alles. Ich habe Tapeten, Andrückrollen, ich habe dieses Ding, womit man den Kleister einrührt. Alles am Start. Nur wo? Eigentlich ist alles zum Tapezieren hier drin. Zum Beispiel diese Rolle haben wir schon mal. Weiß nicht, warum die so dreckig ist. Hier ist auch noch eine kleine. Ist am Start. Ich habe immer noch Probleme ein bisschen mit der Kompatibilität von, ich verstehe das nicht. Irgendwie haben die in Frankreich kein Einheitsding. Man hat sowas und sowas und dann passt es nicht. Ich check das nicht. Ich glaube, in Deutschland hat immer alles zueinander ich mache mich ganz wahnsinnig. Und was ist das hier? Das passt hier auch nicht dran. Ja, das ist jetzt wieder zu groß. Also es ist wirklich nicht
Ein Hoch auf die deutsche Industrienorm. Vielleicht ein kleiner Tipp zum Tapezieren. Ich mache keine Tapezier-Tutorials, weil da gibt es welche von Profis auf YouTube, wenn euch interessiert. Das ist eine Fließtapete, die sind sehr einfach zu tapezieren, im Gegensatz zu einer Papiertapete, habe ich auch schon gemacht. Lustigerweise, die allererste Tapete, die ich jemals tapeziert habe, war eine Papiertapete. Damals, ich kann damals sagen, weil es ist echt schon lange her, war mir nicht bewusst, dass es so einen Unterschied gibt. Ich dachte, Tapete ist immer hier mit Tapeziertisch und einkleistern und warten und aufhängen. Und nein, es geht wesentlich einfacher mit Fließtapeten. Immer alles ein bisschen auflegen. Noch ein Tipp, nicht alles auf einmal reinschütten, sondern nacheinander. Das Bild ist fertig tapeziert, ich finde es wunderschön. Jetzt haben wir uns gerade überlegt, dass es auch dazu schön wäre, man hätte so einen schlichteren Rahmen. Erst dachte ich, man macht sowas, aber jetzt waren wir uns einig, dass es schöner ist, sowas zu haben. So aus Holz, so einen ganz schlichten, geradlinigen Rahmen als Kontrast. Aber drumherum machen wir noch Stuckkassetten, die ein bisschen oben rüberragen und ein bisschen unten drunter. Wir überlegen uns gerade die Größe, Form und Anzahl der Stuckkassetten, damit es irgendwie harmonisch ist. Ich schreibe mir jetzt auf, was ich alles zuschneiden muss. Jetzt habe ich erstmal die ganzen langen horizontalen Teile ausgemessen. Das heißt, ich mache mir jetzt einen Zettel 6 x 161 cm, 4 x 53 cm. Versuche mal möglichst ökonomisch die Teile zuzuschneiden, sodass ich möglichst wenig Verschnitt habe. Wir fangen jetzt mal mit den längsten an. Da kriegt man nämlich dann keine weiteren mehr raus, wenn ich das richtig sehe. Falls euch der Styroporstuck interessiert, wir haben ein extra Video, wie man den anbringt und Tipps und so weiter, mal gefilmt vor einiger Zeit, weil wir das im Gästezimmer auch gemacht haben. Und wir haben jetzt tatsächlich das erste Mal so richtigen, also es geht auch mit Montagekleber, jetzt haben wir so extra speziellen Kleber für diese Leisten. Funktioniert sehr, sehr gut, funktioniert aber auch mit Montagekleber gut. Der Vorteil hiervon ist, könnt ihr mit Montagekleber am Ende auch, aber da könnt ihr direkt die Lücken dann mitschließen. Also tragt den ruhig ein bisschen großzügiger auf, weil dann könnt ihr das direkt am Rand verteilen, um die Lücken zur Wand zu schließen. Wir bauen einen Rahmen für das Bild ganz schlicht. Der soll so ein bisschen im Kontrast zu den romantischen Stuckleisten stehen. Das Problem ist ein bisschen, dass die Leisten, die ich im Baumarkt gekauft habe, alle schief sind. Okay, die können wir schon mal aussortieren. Boah, jetzt ist gerade so richtig der Wurm drin. Jetzt haben wir folgendes Problem, dass die Leisten krumm und schief sind und die Wand auch. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Guck dir das mal an. Das übrigens ist auch ein großer Vorteil, den wir noch nicht genannt haben, an Styroporleisten. Weil das ist einfach, die sind gerade und die sind gerade, da ist nichts in sich gebogen. Die sind, also die, das ist ein Problem, das hat man mit Styroporleisten nicht. Das geht nicht, das wird nicht gehen. Ein bisschen traurig. Betrachte es nicht als Niederlage, betrachte es als Chance. Ja, ich hätte es halt tatsächlich gerne. Ich hätte gerne so einen kleinen Bruch gehabt. Ich springe jetzt mal mitten rein. Eigentlich ist gut, dass wir jetzt alles so zack, zack, zack hintereinander machen, weil ich bin so richtig in Übung, was alles angeht. Jetzt habe ich nämlich hier diese, ich zeige euch die gleich, ich finde die so schön, diese Deckenstuckleisten. Und das ist ja vom Prinzip her
Es ist sogar fast genau das gleiche Muster, wenn nicht genau das gleiche Muster, wie bei der Wandverkleidung im Eingangsbereich. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut euch das hier nochmal an. Das funktioniert vom Prinzip genau gleich, nur halt in viel, viel größer. Deswegen eigentlich dürfte jetzt nicht mehr schief gehen, weil davon habe ich sehr, sehr, sehr viele geschnitten. Und wie gesagt, das Prinzip ist das gleiche. Das kommt nur, das ist einfach nur eine sehr viel größere Dimension. Und das kommt dann hier dran. Schön, oder? Ich lege jetzt ab zum Streichen. Das ist der Endspurt. Wir brauchen zwar noch die Deckenprofile. Die Deckenprofile, die schneiden wir mal wieder bei Romanzu, weil wir nicht das passende Werkzeug haben. Aber ich werde jetzt trotzdem schon mal anfangen zu streichen. Ich weiß ja aus dem Gästezimmer-Makeover, dass es easy ist, wenn dann nochmal die Leisten nachzustreichen. Er hat nämlich jetzt gerade keine Zeit, deswegen können wir können keine Zeit verlieren. Streiche ich jetzt schon mal die Wände. Und den Übergang zu dem Esszimmer werde ich jetzt erstmal abkleben. Langfristig machen wir wahrscheinlich die gleiche Farbe, denke ich mal. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Will ich auch nicht, solange das noch chaotisch ist mit der Küche und so. Es macht irgendwie keinen Sinn. Es wird gestrichen. Wir haben uns entschieden, wo ist denn die Farbe? Schöne Zipper. Vorne, glaube ich. Wir haben uns für einen Leinenton entschieden. Und zwar diesen, den wir hier schon Probe gestrichen haben. Das ist der hier. Ich habe zwischendurch, vielleicht habt ihr es in der Insta-Story mal gesehen, ich habe es nicht groß thematisiert, aber hier hing immer das Sample von der Tapete zusammen mit einem Sample von einer grünen Farbe. Das wäre, glaube ich, auch sehr schön, aber ich dachte mir dann, irgendwie wird es mir dann, glaube ich, doch zu viel alles mit dem rosa Sofa, grüne Wand. Deswegen dachte ich, es ist, wir nehmen was Neutrales. Nochmal Romains Maschine beanspruchen. Ich sage es übrigens jetzt nochmal, weil immer wieder Kommentare dazu kommen. Romain ist nicht mit deutschem Akzent ausgesprochen, sondern das ist der Dialekt aus dieser Region. Die sagen das so. Solche Projekte sind ein bisschen wie die Geburt. Weil das Ergebnis so schön ist, vergisst man den Weg dahin. Obwohl ich danach direkt gemerkt habe, dass ich mochte meine Geburten ja ganz gerne. Ich mag auch solche Projekte, aber das zerrt ganz schön an den Nerven gerade, dass wir so viel auf einmal machen. Ich bin heute schon von der Leiter gefallen, habe geheult, dann haben wir uns gezwungen weiterzumachen. Und ich bin jetzt, aber wenn ich es mir angucke, mega happy. Ich finde es so krass schön. Ich finde, es wertet den Raum mega auf. Ich finde, dass es so aussieht, als wäre es schon immer hier gewesen. Ich finde, es passt sehr, sehr organisch hier in diesen Raum rein. Und ich glaube, das Endergebnis wird krass, krass, krass schön. Ja, wieder krass schön. Thank you.
sinnvoll, dass ich euch ein bisschen mehr ins Boot hole, was bestimmte Entscheidungen angeht. Zuerst mal möchte ich vorweg schicken, dass ich das Haus natürlich oder wir das Haus natürlich für unser Leben gestalten und man das, glaube ich, nicht verwechseln sollte mit, man gestaltet ein Showroom oder irgendwas für die Kamera. Würde ich etwas für die Kamera gestalten, dann würde ich andere Entscheidungen treffen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, warum ich mich für eine helle Farbe, eine neutrale Farbe entschieden habe. Ich hatte sehr, sehr lange, ich weiß nicht, ob es vielleicht jemandem aufgefallen ist, ein Farbsample von so einem Grün, was so irgendwo hier angesiedelt war. Also ein zartes Grün, aber es war trotzdem natürlich als Grün erkennbar. Und ich hatte das Sample von der Tapete, also von dem Bild, neben diesem Grünton. Und es hing wirklich Wochen. Wochen hing das da und ich habe mir das immer angeguckt und hin und her überlegt und zwischendurch war ich total überzeugt, dass ich diesen ganzen Teil in so einem Grünton streichen möchte. Und dann hat es gewirkt und gewirkt und gewirkt und ihr wisst ja, ich lasse mir immer ziemlich viel Zeit, um Sachen wirken zu lassen, um wirklich zu fühlen, was das Richtige für mich oder für uns, für den Raum ist. Und vor allem abends oder an so trüberen Tagen und so saß ich manchmal an dem Tisch. Für alle, die es nicht wissen, der andere Teil des Wohnzimmers ist der Essbereich. Und dann saß ich da am Tisch, habe hier rüber geguckt und habe diese Farbe auf mich wirken lassen. Und ich bin immer mehr dadurch, immer mehr zu dem Schluss gekommen, ich brauche was Helles. Ich brauche etwas, was mich in meinen Accessoires, in meiner Deko und so weiter nicht bindet, was wirklich neutral ist und was hell ist, weil ich hatte den Eindruck, dieser Teil würde zu sehr verschluckt werden, vor allem abends, wenn er in diesem Grünton gestrichen würde. Und deswegen bin ich meinem Instinkt gefolgt und habe das hier in so einem schönen Leinenweiß gestrichen. Das Einzige, was ich tatsächlich finde, was überhaupt nicht rauskommt, vor allem nicht in der Kamera, ist der Rahmen um das Bild. Da überlege ich gerade, ob ich den noch mal ein bisschen mehr heraushebe, sodass es ein bisschen deutlicher wird als Rahmen. Und ich überlege tatsächlich gerade, ob ich die andere Seite dunkel mache. Aber da bin ich auch. Das muss alles noch reifen. Das werdet ihr alles hier sehen, wenn ihr uns weiter verfolgt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Seid auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Hier wird noch ein bisschen was passieren. Ich werde es einigermaßen minimalistisch lassen, aber ein bisschen was wird noch passieren. Möbel werden eventuell auch noch ausgetauscht. Übrigens bin ich gerade heiß am Überlegen, ob ich die Stühle, die ich von draußen reingeholt habe, diese Ratternstühle, schwarz lasse bzw. auffrische. Da ist durch die Witterung, die standen wie gesagt draußen, die Witterung die Farbe so ein bisschen abgegangen. Ob ich die nochmal auffrische mit schwarz oder ob ich die Farbe wieder runternehme und das lieber in dem Holz hier drin haben möchte, ob ich das harmonischer finde. Vielleicht habt ihr Meinungen dazu, schreibt sie mir bitte gerne. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald. Wahrscheinlich nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben.